Was ist der VWAP? Wie können wir für unser Trading nutzen? Der VWAP, das ist diese bei mir grau gestrichelte Linie, ist sowas wie ein EMA, also ein gleitender Durchschnitt, aber nicht einfach basierend auf Kerzen oder auf einer Zeit, sondern auf Volumen. Das heißt, das ist ein Volumendurchschnittspreis der letzten Kerzen. Das heißt, wir sehen schon, wenn der Markt hier oben ist, unser VWAP ist hier unten, wissen wir, ohne dass wir uns den Makros angucken müssen. Wir haben viel Volumen in einer starken Aufwärtsbewegung gehabt. Deswegen sind wir extrem weit vom VWAP weg. Das heißt nicht, dass das ein Anziehungspunkt ist. Das heißt einfach nur, wir sind weit weg. Und dann passiert Folgendes. Der Markt nähert sich an. Das ist ganz normal. Und wenn der Markt sich annähert, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir gehen in eine Seitwärtsphase über. Diese darf auch durch den VWAP durchlaufen. Und wir prallen ab oder wir brechen es und pullbacken das. Meistens hat man beim ersten Antesten einen Abpraller und beim zweiten Mal Antesten wird entschieden, gibt es noch einen oder den Breakout. Was ist das Besondere an dem VWAP? Dieser VWAP, also dieser Durchschnittsvolumenpreis, wird von ganz vielen Handelsplattformen als Order-Entry-Möglichkeit benutzt. Das heißt, viele Professionals, Institutionals, die viel Size traden, sagen einfach in ihrer Software, execute my trades nearby VWAP. Das bedeutet, die haben ein Grid. Das ist der VWAP und dann haben die einen gestaffelten Grid nach oben und nach unten, wo ihre Orders platziert werden. Und desto näher man an den VWAP kommt, desto mehr Size wird in den Markt gebracht, desto weiter wir weg sind, desto weniger Size. Und die versuchen sich immer am VWAP zu orientieren und dort wird sich dann automatisiert eingekauft. Deswegen sehen wir halt auch, dass der Markt sich den Bereichen annähert, seitwärts läuft, abprallt, kurz einmal durchdippt, wie hier unten, exhausted und dreht. Das heißt, der VWAP ist ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, um Trades zu machen, wenn der Markt natürlich dementsprechend dann darauf reagiert, wie wir schon in den anderen Videos gelernt haben. Das ist der VWAP.